Diagnose Kreuzbandriss. Gerade bei Sportlern helfen gezielte physiotherapeutische Übungen, schnell wieder zur früheren Leistungsstärke zurückzufinden. Direkt nach der OP ist es am wichtigsten, erstmal das Bein zu lymphen, damit die Stauungen abfließen und somit auch wieder mehr Beweglichkeit im Knie vorhanden ist. Durch die Narbenbehandlung soll das Gewebe rund um die geschlossene Wunde elastischer und bewegungsfähiger werden. Mobilisierende Übungen im Knie- und Beckenbereich tragen dazu bei, dass die Streck- und Beugefähigkeit des verletzten Beins nach der Operation schnell wieder gesteigert wird. Ein wesentlicher Faktor, der die Beweglichkeit oftmals hemmt, sind die Weichteile oder auch die muskulären Strukturen. Und daher ist es wichtig, auch zwischendurch immer mal wieder diese Strukturen freizumachen, wieder weich zu machen, gerade auch im Ansatzbereich zu arbeiten. Unterstützend zur Lymphdrainage empfiehlt es sich, ein Kinesiotape anzulegen. Mehrere schmale Streifen werden vom Oberschenkel bis zum Knie geklebt. So wird das Gewebe leicht angehoben und der Abfluss der angesammelten Lymphflüssigkeit gefördert. Durch Elektrotherapie ist es schon kurz nach dem operativen Eingriff möglich, mit dem Muskelaufbau zu beginnen. Die Elektroden sind so angeordnet, dass zwischen ihnen Elektroimpulse fließen, die die Muskeln zur Kräftigung in Intervallen zusammenziehen und so die Muskelmasse stärken. Die Patienten kommen relativ schnell nach der OP zu uns. Im Optimalfall, also sobald sie aus der Klinik entlassen werden, sollten sie hierher kommen. Dann beginnt man mit der Lymphdrainage. Die Behandlungsdauer hängt davon ab, was die Ziele des Patienten sind. Natürlich will jeder wieder fit werden, aber fit sein bedeutet ja für jeden Patienten was anderes. Der eine will wieder 90 Minuten leistungsmäßig Fußball spielen können, der andere hofft, am Wochenende eine Fahrradtour mit seiner Familie unternehmen zu können. Und davon abhängig ist auch so ein bisschen die Nachbehandlungszeit. Sportler, die dann wirklich wieder auf dem Fußballplatz stehen wollen, brauchen schon bis zu 6 Monaten, um wieder 100%ig fit zu sein. Bevor mit den Stabilisierungsübungen an den Geräten begonnen wird, ist es sinnvoll, ein Tape anzulegen, das das kaputte Knie stützt. Auch Sie wollen möglichst schnell wieder den Ball hinterherjagen. Matthias Hartwig vom OSC Velmer links und Stefan Markoll vom KSV Baunatal rechts. Gemeinsam trainieren sie im Kassler PhysioFit, um bald wieder auf dem Rasen zu stehen. Zu Beginn wird der Ball nur mit den Beinen rangezogen. Wenn das klappt, wird er mit den Füßen an die Wand gedrückt. Das beliebte Sommersportgerät, die Slackline, wird hier zum Stabilisierungstraining eingesetzt. Gar nicht so einfach, auf den straff gespannten Gummiseilen die Balance zu halten. Matthias Hartwig läuft auf dem Trampolin und auf das Kommando von Physiotherapeutin Katrin Tepe bleibt er auf einem Bein stehen. Die nächste Aufgabe sind Sprungübungen auf einem Bein. Dabei soll sich der Sportler im 90-Grad-Winkel drehen. Auf einem richtigen Skateboard kann Stefan Markolf noch nicht widerstehen. Das Gerät mit gleichem Namen hilft ihm allerdings durch Kräftigungsübungen, die Muskeln im Bein zu stärken und zugleich die Beweglichkeit zu fördern. Auch die Übungen an der Beinpresse dienen dem Muskelaufbau. Aber am Ende zählt für die Fußballer natürlich nur eins, nämlich der Schuss. Der Untergrund ist weich und die weißen Matten sind zusätzlich noch uneben, dass halt das Kniegelenk stabilisiert wird oder stabilisieren muss, um ihn da zu halten. Und am Ende geht es darum, dass er einbeinig steht, das halten kann und zusätzlich in der Lage ist, wieder zu schießen.